dämlich von dir. Aber bitte, beeilen wir uns, sonst kommen noch die Soldaten. Zu Diensten, Kollege. Zack. Ja, jetzt gehen wir mal die Hütte hier systematisch durch. Oh. Schema, Vipern, Gift, Stahlschwert. Ja, sehr gut. Hier nehme ich mal an, das ist das Haus. Jetzt räumen wir mal die Hütte so richtig leer. Ist da noch was? Warum komme ich da nicht ran? Das Fläschchen. Da wird da auch nichts großartig drin sein. Dann wird da auch nicht großartig was drin sein. Oh nein, überlastet. Hilft nur eins. Wir entledigen uns von Schrott. Wie zum Beispiel stumpfes Beil. Und noch eins. Und Knüppel. Weg. Da ist noch ein Knüppel. Ich hoffe, das Haus wiegt nicht mehr als 3 Kilo.
So, dann schnappen wir uns mal die Beute. Verdammte Kerzen. Die Redanier sind bald hier. Verdammt, wo ist der Geheimgang? Hey, hier zieht es doch. Der Durchgang muss hier sein. Wie kriegt man ihn auf? Wir haben doch nicht umsonst Hexersinne. So, weiß einer von euch die des Rätsels Lösung? Ich schon, da ist das er. War knapp. Jetzt nichts wie raus. Ja. So, okay. Das war der Raub. An der Stelle werde ich mal ganz schnell speichern. Mir reicht's mit dieser Arbeit. Was kostet ein Heer? Eine Krone. Wir müssen reden. Bin ganz Ohr, Hexer. Ich frage mich, wie du den Ophiri in eine Kröte verwandelt hast. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass das kein Allerweltsfluch war. Ist das Berufsinteresse oder stinknormale Neugier? Berufsinteresse.
Die Information könnte mir noch nützlich sein. In der Zukunft? Du glaubst wohl, dass du die Aufgaben löst und glücklich bis an dein Ende lebst. Wird man sehen. Also, gib es zu. Dir hat ein Magier geholfen, stimmt's? Ich gebe dir einen Tipp. Du bist hier nicht der Einzige, der Wünsche erfüllt. Odim hat den Ophiri verwandelt? Auf deinen Wunsch? Nein, das war ich allein. Aber du hast recht, es war kein gewöhnlicher Fluch, sondern ein im Zorn gesprochener Wunsch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich erfüllt. Mehr sage ich nicht. So einen Säbel sehe ich zum ersten Mal. Woher stammt er? Ophir. Er war ein Geschenk. Jeder schwachbrüstige Feigling kann sich eine Klinge an den Gürtel hängen und auf gefährlich machen. Aber mein Säbel ist ein Versprechen. Wenn ich ihn ziehe, rollen Köpfe. Schon sein Anblick vertreibt den Leuten die Lust auf ein Duell mit Olgierd von Evarek, dem berüchtigten Gesetzlosen. Mein Medaillon sagt, dass er magisch ist. Ach was, sagt es das? Eine bessere Waffe dürftest du noch nicht gesehen haben. Dein Trupp. Interessante Leute sind das. Interessant? Wieso? Gewöhnliche Zecher und Raufbolde allesamt. Wo hast du sie aufgetrieben? Manche sind schon seit Ewigkeiten bei mir. Andere fand ich unterwegs. Wieder andere haben mich gefunden. Bei Gelagen aller Art sind sie jedenfalls gute Gesellschaft. Und seit ich mit ihnen unterwegs bin, sind meine alten Gegner still wie die Mäuschen. So, mal kurz geschnackt mit dem Kumpel. Jetzt geht's zur Sache. Ich habe etwas für dich. Ich mag Geschenke, aber ich packe sie lieber alleine aus. Hey Jungs, passt auf die Fässer auf. Ich gehe mit Geralt schwatzen. Komm. Ah, besser. Also, was hast du für mich? Max Borsodis Haus, wie verlangt. Ah, Horst muss kochen vor Zorn. Tut er nicht. Nicht? Er tut gar nichts, außer tot sein. Wie sein Bruder. Und noch ein paar. Nerven hast du. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie für ein Massaker reichen. Die Situation ist eskaliert. Wer kennt das nicht? Hier ein bisschen Met, da etwas Bilsenkraut und hoppla, da rollen sie schon wieder die Köpfe. Niemand weiß warum. Ich bin nicht amüsiert. Nein? Warum nicht? Im Unterschied zu dir macht mir Töten keinen Spaß. Um die Borsodis ist es nicht schade. Hurensöhne, einer wie der andere. Horsts Bruder. Wusstest du von ihm? Durchaus. Ewald war in bestimmten Kreisen berühmt. In welchen? In solchen, in denen edle Hexer selten verkehren. Er hat gegen Geld gemordet. Keine Fragen. Kein Wimpernzucken. Stets extravagant. Ohne seinen verdammten Nachnamen hätte ich ihn wohl ins Unternehmen geholt. Wozu brauchst du die Papiere? Um den Borsodis den Garaus zu machen. Ich habe von einer gewissen Klausel im Testament des alten Max erfahren. Darin steht, dass seine Söhne sich mindestens einmal jährlich zu Bellatine treffen und die Hände reichen müssen. Ansonsten muss das Auktionshaus versteigert werden. Der Erlös geht an das Wilmerius-Hospital. Der Alte hat wohl geahnt, was passiert. Horst und Ewald sind jetzt hin. Aber dank dieser Papiere werden ihre Verwandten das Auktionshaus nicht erben. Die Familie hat es endgültig verloren. Und das Hospital hat genug Geld, Mittellose kostenlos zu behandeln. Wie edel von dir, dich so um Bedürftige zu sorgen. Die Bedürftigen sind mir scheißegal. Sollen sie mit der Stadt zusammenkrepieren? Ich wollte nur eins. Rache. Ja, Rache für einen guten Zweck. Welches Problem hast du mit den Borsodis? Haben sie dich aus einer Auktion geworfen?
Schlimmer. Sie haben mich aus meinem Haus geworfen. Willst du das wirklich wissen? Sonst hätte ich nicht gefragt. Frech wie eh und je. Meine Familie hat sich verschuldet. Schlechte Investition in ein Sägewerk, Ernteausfall, verlorener Prozess. Wenn es kommt, dann dicke. In ein paar Wochen wären wir wieder auf die Beine gekommen. Aber Horst Borsodi kaufte die Schuld und verlangte die sofortige Rückzahlung. Ich bettelte und flehte. Ich riss mir auf seiner Schwelle das Hemd auf. Es war vergebens. Ich war bei der Auktion und sah, wie parfümierte Wichser das Schwert meines Vaters kauften. Die Totenmaske meiner Mutter. Das Zaumzeug meines Bruders. Horst hat gut daran verdient. Dann wundern mich deine Animositäten nicht. Das war erst der Anfang. Die Eltern meiner Iris erfuhren vom Unglück meiner Familie. Und die Verlobung war futsch. Sie fanden einen anderen für sie. Aus Übersee. Ich dachte, ich muss sterben vor Zorn. Ging zur Taverne, trank eine Runde und noch eine. Ich prügelte mich und trank weiter. Und dann bat ich den Falschen um Hilfe. Und dann? Was dann geschah, ist nichts als ein dampfender Haufen Scheiße, Hexer. Na, was willst du noch? Brauchst du immer noch was? Tja, bleibt nur noch die dritte Aufgabe. Der dritte Wunsch. Sag ihn mir. Moment, Geralt. Ich muss etwas erledigen. Dann reden wir. Du da! Hol den Hering aus dem Fass. Ja, mal sehen, wer da drin sitzt. Nicht so trödeln! So, bereit zuzuhören? Oder ist es dir immer noch scheißegal, was ich zu sagen habe? Ich bin bereit. Ich höre. Gut. Geh zu deinem Herrn und sag ihm Folgendes. Seine dreiste Forderung hat mich sehr betrübt. Das Gastrecht ist mir heilig. Und dem Diktat eines ungehobelten Wildschweins beuge ich mich nicht. Verstanden? Ich werde ihn bald besuchen, um seine Anpassungsbereitschaft zu testen. Du reitest los und kündigst mich an. Schone das Pferd nicht. Klar? Ja, verstanden. Gebt dem Mann ein Pferd und lasst ihn ziehen. Komm, Hexer. Wir müssen draußen reden. Die Ophiri glauben, dass man wichtige Angelegenheiten unter freiem Himmel mit den Göttern als Zeugen besprechen sollte. Du hast dir manchen Feind gemacht. Irgendwann wird dich einer davon bezwingen. Nicht heute und nicht morgen, aber früher oder später. Und weswegen soll mich das betrüben? Ich fühle weder Furcht noch Reue. Die Weisen von Ochsenfurt sagen, es gebe keine Götter. Nach dem Tod ist nur Leere. Die Leere kenne ich schon. Der Tod wird mir vertraut sein. Was war da mit dem Fass los? Wir haben unterwegs zum Essenfassen im Gasthaus eines Herrn Unverzagt Halt gemacht. Wie üblich ging es etwas rau zu und laut. Diesem Unverzagt passte unser Betragen nicht.
Er ließ uns ausrichten, wenn wir je wieder kämen, würden wir hängen. Ihr habt das Gasthaus niedergebrannt? Ich habe dem Wirt eine großzügige Entschädigung dagelassen. Leider hielt er es nicht für nötig, seinem Herrn was davon zu sagen. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass mich jemand Hurensohn genannt und mir mit dem Tod gedroht hat. Solche Drohungen klingen wie Einladungen. Ich gedenke, sie anzunehmen und in die Gegend zurückzukehren. Ich habe dir zwei Wünsche erfüllt. Erzähl mir vom dritten. Roh sind wir aber selbstsicher. Stolz, furchtlos, der eigenen Stärken bewusst. Dritte Aufgabe, wenn's recht ist. Die Mutationen haben dir die Emotionen genommen. Sag, hast du je geliebt? So richtig, meine ich. Das ist ja nun mal wieder schwer. Ja, doch, eigentlich schon, ne? In der Hauptquest war es Triss, die es mir angetan hat. Ja, ich habe geliebt. Können wir jetzt zur Sache kommen? Sollen wir uns nicht lieber reinsetzen und bei etwas Feuerwasser plauschen? Wir trinken, wenn die Aufgabe erledigt ist. Das ist wohl nicht möglich. Wenn du sie erledigst, ist das mein Ende. Wenn nicht, kommst du nicht wieder. Dritter Wunsch. Ich warte immer noch. Mann, bist du stur. Also gut. Hör gut zu. Ich hatte mal eine Frau. Als ich sie zum letzten Mal gesehen habe, gab ich ihr eine lila Rose. Bring mir die Blume. Ich will mich daran erinnern, wie sie ausgesehen hat. Ach, und wann war das? Die Blume ist doch längst verwelkt und zu Staub zerfallen. Du wolltest meinen Wunsch hören. Das war er. Erfüll ihn. Ich statte jetzt diesem Unverzagt einen Besuch ab. Aber einer meiner Männer bleibt hier. Er wird mich finden. Falls du Erfolg hast, versteht sich. Du könntest mir wenigstens sagen, wo deine Frau ist. In meinem alten Anwesen östlich des Hofs von Martin Föhl. Ich würde dir gutes Gelingen wünschen, aber... Nun, du verstehst schon. Leb wohl, Geralt. Nur einen einzigen Humpen. So. Wann sind die laut und besoffen? So, an der Stelle sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Das war die Geschichte Sesam, öffne dich. Ich fand die ja mal richtig spannend. Und ich freue mich auf die nächste Runde. Und es wäre schön, wenn ihr dabei wärt. Bis dahin sage ich mal Tschüss. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Teil. Danke fürs Zuschauen.